So, hallo, herzlich willkommen zum neuen Video. Ich bin der Sebastian mit Hobelspäne im Haar. Ja, wir haben hier das Wetter, ihr seht es am Himmel. Herbstwetter, es regnet mal eine Viertelstunde, es ist mal schönes Wetter wie jetzt. Und da mache ich natürlich ein paar Holzarbeiten. Ist ja ganz klar, wir stehen ja hier wieder traditionell, wie wir die Videos gerade anfangen, vor unserer Imkerei. Ihr seht hier im Hintergrund Weingärtnergenossenschaft Eichelberg, ein historisches Schild hier an diesem Gebäude. Heute geht es im Wesentlichen darum, ich habe ya mal wieder einen Versuch laufen mit Abideas. Also ich möchte gerne Abideas überwintern. Oder andersrum gesagt, meine Arbeitsaufwand oder der Arbeitsaufwand, diese Abideas zu starten, ist ein Schwerpunkt. Ne? Ist ein Schwerpunkt oder braucht relativ viel Zeit im Mai. Zu einer Zeit, wo viel zu tun ist einfach. Und deshalb ist es natürlich umso geschickter, wenn man diese Abideas vielleicht überwintert. Jetzt hängt dieses ganze Thema natürlich so im Kontext. Ne, überwintern von Begattungseinheiten kommen wir ja auch gleich an Mini Plus oder andere Sachen hin. Ich möchte eigentlich bewusst erstmal bei Abidea bleiben, weil da sehe ich halt doch einige Vorteile. Und deshalb mache ich da ein bisschen Versuche, da drüben gerade unser Pep, ne, der hier ein bisschen für die Mäusedezimierung sorgt. Und deshalb will ich eigentlich bei Abidea bleiben. Ja, es ist halt immer nur dieses Befüllen. Das Auflösen ist ja bei Abidea jetzt nicht dieses Thema. Ne? Das passiert irgendwann im Herbst oder Ende Sommer. Relativ problemlos, gibt dann neue Völker. Das passt alles, das Erstellen ist ein bisschen das, wo mir im Argen liegt. Bisher habe ich ja, oder ich habe Aufsätze, die ich statt dem Honigraum geben kann, wo dann die Königin Brut reinlegt, ne, so das Thema. Und ich überwinde auch Abideas und da gibt es einfach jetzt einen neuen Versuch. Ich versuche das mal in kleineren Abideas-Einheiten zu überwintern. Nicht in 5, 6 Aufsätze, Brutaufsätze, sondern eben mit 2 oder 3. Und ja, da nehme ich euch jetzt einfach den Winter über mal mit. Wir gehen nachher dahin, weil ganz klar, ein Abidea hat auch Varroamilben. Ne? Muss man irgendwie behandeln, muss man irgendwie rausbekommen. Ameisensäurebehandlung mit dem Nassenheiterverdunster scheidet aus. Auch ein Liebig-Dispenser passt nicht rein. Man könnte da jetzt natürlich mit Schwammtuch, man könnte mit, wie heißen diese Streifen, wo man aus der Packung raustut, die ich, ja, Max oder was weiß ich alles. Ihr kennt euch da besser aus. Könnt euch das in die Kommentare ja auch gerne reinschreiben. Ist für mich jetzt alles nicht Mittel der Wahl, sondern Mittel der Wahl ist für mich im Prinzip Beträufelung mit Oxalsäure. Das natürlich mehrmals. Das machen wir heute zusammen. Na du, da unten, alles gut? Ja, das machen wir heute zusammen mal. Dabei muss man natürlich bei diesen Abideen-Einheiten super nach dem Futter schauen. Ja, nutzen wir dieses Wetter, nutzen wir das trockene Wetter, um da was zu machen, solange es noch nicht regnet. Ich nehme euch mit, ich versuche mal eine neue Kamera. Bin mal gespannt, wie das wird. Ja, es ist ein Versuch. Jetzt ist die neue Kamera umgefallen. Die steht nämlich hier gerade schon. Haben die Katzen umgeschmissen. Sind halt einfach neugierige Menschen. Okay. Wir nehmen mit. Ich habe es im Auto. Laufen wir kurz hin. Wir nehmen einfach hiermit Oxovar zum Träufeln mit Zucker gemischt. Dann nehme ich dazu eigentlich ganz gerne immer diese Flasche. Mit der arbeite ich. Das ist eine Bienenwohlflasche, ist nicht drinnen. Soll auch keine Werbung sein, aber die Flasche mit diesem Aufsatz finde ich halt super schön, um zu träufeln, größere Mengen zu träufeln. Jetzt bei den Abideas kann man sicherlich auch mit der Spritze machen. Das ist ja nicht das Problem. Aber ja, das ist einfach meine Mittel oder damit träufle ich.
Wir hatten ja, ich hatte es im letzten Video erzählt, oder weiß nicht, wie rum die jetzt kommen. Wir hatten ja Besuch mal wieder von unserer südkoreanischen Universität. Die kommen ja immer und wir schauen uns so eine Imkerei an, oder zumindest wie wir imkern. Regelmäßig kommen die. Und was mir da halt immer auffällt, die machen eine Ameisensäurebehandlung praktisch wöchentlich oder monatlich, also in einem viel größeren, engeren Rhythmus wie wir. Und die sind immer ganz begeistert vom Nassenheiter Verdunster. Und da schenke ich denen immer ein oder gebe denen immer einen mit. Da sind die immer total begeistert. Also eigentlich müsste mir die Firma Nassenheiter da mal wieder, ich weiß es nicht, mittlerweile 9 oder 10 von den Dingern schicken. Weil das habe ich jetzt gerade, wo ich die aufgeräumt habe alle, und man räumt ja so ein bisschen für den Winter auf, einfach gemerkt, kennen die nicht, aber finden die ganz interessant und sind dann immer sehr dankbar, wenn ich sage, hier, nehmt da halt einen euch mit und schaut euch das in Ruhe an. Gut, wir steigen jetzt ein, fahren los. Die Sonne verschwindet schon wieder ein bisschen. Wer weiß, vielleicht regnet es gleich wieder. Wir fahren los, machen das mit den Abideas, schauen uns das mal an, was ich da so vorhabe oder was ich da so mache. Fragen einfach in die Kommentare, sage ich euch jetzt schon mal. Und wenn euch das Video gefällt, gebt einen Daumen nach oben. Und wir sehen uns gleich bei den Abideas. Wir fahren los. Ihr seid dabei, grüner Bus, wie immer. Bisschen Fußmarsch zu den Abideas. Hier haben wir ein paar Schwittenbäume gepflanzt. Jetzt müssen wir da mal geschwind nach oben. Und dann seht ihr die auch gleich da stehen. Und da habe ich jetzt noch, deshalb sehen wir auch ein paar leere Kästen da stehen. Ich habe da jetzt auch noch für Notfälle, sage ich mal, ein paar Königin verkauft, wo ich eigentlich auch im Experiment überwintern wollte. Und jetzt habe ich die hier eigentlich mal ganz verteilt hingestellt. Ich weiß jetzt noch nicht, wie ich das den Winter über mache, ne? Ob ich die, wie die Kanadier oder kanadische Methode, sagen wir mal so, ob ich die in den Keller stelle, ob ich die zusammenstelle, das bin ich gerade noch ein bisschen am rumüberlegen, wie ich das am geschicktesten mache, weil so will ich es eigentlich nicht stehen lassen. Allein schon vom Arbeitsaufwand, die zu füttern, ich hätte die schon gerne in einem Block beisammen, dass man es auch nicht vergisst. Ne? Genau. Wie gesagt, hier verstehen die, ich will noch gucken, dass die den Winter über, also dass die jetzt nochmal so zusammenwerfen, dass wir drei Zargen mit Rähmchen haben. Also es sind ja noch 1, 2, 3 sind noch mit 2 Zargen oder mit einem Aufsatz. Und da habe ich auch noch welche mit, die alleine sind, und die will ich noch kombinieren. Gut, ich mache mich mal in die Arbeit. Ich muss mal gucken, wenn ich die Kamera irgendwo geschickt hinstellen kann, dann nehme ich euch mit. Hinten seht ihr, habe ich Holzabideas. Das Thema habe ich aber komplett aufgegeben, glaube ich. Ich weiß es noch nicht. Es ist ja immer dieses Thema mit Bio-Königinnen und Abideas. Und ja, wahrscheinlich notgedrungen werden unsere Königinnen dann kein Bio mehr tragen.
weil mit diesen Holzabitä, also diesen Nachbauten aus Holz, da wirst du wahnsinnig. Ja, da laufen, die sind dann wieder nicht dicht, dann verziehen sie sich, wenn die Luft feuchter ist. Ganz undankbare Sache. Ein Fehlkauf. So, 3 Minuten später können wir uns dann wieder auf den Heimweg machen. Hier muss ich euch ehrlicherweise sagen, ist mir ein Missgeschick passiert. Und zwar ist mir die Brutraumzeige runtergefallen. Da habe ich jetzt, das können wir hier noch ein bisschen besser machen, habe ich jetzt einfach einen Ast reingestellt, dass die da wieder hoffentlich hochlaufen können und wieder ins Flugloch finden. Ja, blöd. Ärgert einen selber. Dabei fällt mir wieder auf hier, ne? Ich habe ja so eine Sportuhr. So eine Sportuhr. Und auf die gehen die ja richtig ab, ne? Die misst ja wahrscheinlich mit so, weiß ich nicht, Ultraschall, was auch immer, den Herzschlag. Und das macht die Bienen richtig aggressiv. Naja, gut. Dann soll es auch mal wieder hier gewesen sein. Ist ein kleiner Test für die neue Kamera. Und bin ich mal gespannt, beim Schneiden werde ich es ja sehen, ob der Film überhaupt online geht. Wenn ihr Ideen habt, wie man diese Abideas geschickt durch den Winter bringt, ne? Oder dann gerne in die Kommentare. Ansonsten sehen wir uns beim nächsten Video. Ja. Bis dann. Ja. Ciao.